Rostock, Deutschland. Direkt an der Ostsee liegt das Werk der Liebherr MCC-Tech Rostock GmbH. Hier werden riesige Schiffs-, Hafenmobil- und Offshore-Kräne gefertigt und in die Welt versandt. Mehr als 1.700 Mitarbeiter erwirtschaften am Standort Rostock jährlich ca. 500 Millionen Euro Umsatz. Um die riesigen Lasten sicher zu bewegen, braucht es Maschinen der Superlative. Der schienengebundene Portaldrehkran TCC 78.000 verlädt bis zu 1.600 Tonnen. 164 Meter Hubhöhe, eine Auslegerlänge von 105 Metern und eine Spurbreite von beeindruckenden 30 Metern machen ihn zu einem unübertroffenen Titanen in der Welt der Schwerlastkrane. Um den Kran trotz der hohen Lasten mühelos über seine Schienen fahren zu lassen, haben wir von Karl Georg eine Laufrad-Sonderkonstruktion entwickelt, die speziell auf die extremen Bedingungen des TCC 78.000 zugeschnitten ist. Mit insgesamt 80 Fahrwerken und einer Konstruktion aus zwei Doppelschienen gewährleisten unsere speziell gefertigten Laufräder einen reibungslosen Betrieb dieses außergewöhnlichen Krans. Unsere in Deutschland gefertigten, gesenkgeschmiedeten und vergüteten Laufräder können Radlasten von bis zu 90 Tonnen unter hohen Axialkräften tragen. Dank hochwertigem Stahl aus deutschen Schmieden entstanden an unserem Standort in Ingelbach 160 Laufräder, die nun tagtäglich den gigantischen Koloss im Hafen von Rostock tragen, führen und bewegen. Unsere Verpflichtung endet nicht mit der Fertigung. Wir bieten vor Ort eine umfassende Lösung und Nachsorge an, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. So verlädt der TCC 78.000 bereits seit seiner Inbetriebnahme im August 2018 mühelos tonnenschwere Lasten, unterstützt von den herausragenden Kranlaufrädern von Karl Georg. Der Liebherr TCC 78.000 und die maßgeschneiderten Laufräder von Karl Georg stehen für unübertroffene Leistung, Präzision und Verlässlichkeit und bewegen so die Welt von morgen.